schwierig, da richtig Statement. Ich glaube, man hat schon heute gesehen, dass der LASK eigentlich nicht in die Quali-Gruppe gehört und mir definitiv. Ja, der hat uns in alle Bestandteile zerlegt, Einzelteile zerlegt, der LASK. Was mich stört an meiner Mannschaft, wir haben genau das angesprochen, was auf uns zukommt. Und ja, und genauso ist es eintreten und die Spieler haben sich teilweise nicht gewehrt gegen diese Intensität des LASK. Wir haben gewusst, dass das passiert. Und deswegen, das ist dann für mich das Enttäuschende. Aber ja, und der 6-0 ist natürlich nie schön zum Rennen. Also wir können jetzt, ich kann gar keine positiven Worte finden. Widersprechen Sie sich da ein bisschen, weil Sie sagten, der LASK gehört nicht in die zweite Gruppe. Ist das nicht irgendwo zitiert worden, dass Sie gesagt haben? Es hat seine Gründe, habe ich gesagt. Ja, es hat seine Gründe. Die haben wir aber heute nicht aufdecken können. Die Gründe sind sicher in der Großchancenverwertung vom LASK, warum sie in der Quali-Runde sind. Das war heute definitiv nicht das Problem vom LASK. Dass die Mannschaft Qualität hat, das stimmt schon. Aber es hat Gründe gehabt, warum sie da reingekommen sind. Und das war heute nicht mehr zum Sehen. Sie haben jede einzelne Chance haben sie fast verwertet. Und ja, dann hat man schon gesehen, dass sie wahrscheinlich der Favorit in der Gruppe sind. Und wir haben mit Sicherheit auch wieder bis ganz zum Schluss kämpfen werden um den Liga halt. Hat sich Ihre Mannschaft vielleicht auch etwas blenden lassen durch den Sieg in Hartberg und die zwei Niederlagen jetzt vom LASK? Nein, das kann ich ausschließen, weil der Hartberg, das wissen wir schon, dass wir in Hartberg glücklicher Sieger waren, als glücklicher Sieger vom Platz gegangen sind und dass der LASK bei Slavia Prag verloren hat, von denen haben wir uns auch nicht blenden lassen, weil Slavia Prag ist, glaube ich, schon eine Top-Mannschaft in dieser Konferenz liegt. Wo sehen Sie Ihre Mannschaft jetzt für die nächsten 9 Spiele? Ja, jetzt halt natürlich nach 0-6 stellt man sowieso alles in Frage, immer und jeden. Aber ich glaube trotz allem, dass wir unsere Rolle finden werden in dieser Gruppe. Man hat gestern schon gesehen, die Ergebnisse. Ich glaube, bis auf den LASK kann jeder gegen jeden performen. Man hat es auch letzte Woche bei uns gegen Hartberg gesehen. Hartberg ist extrem schwierig zum Spielen. Wir haben dort 1-0 gewonnen. Also ich glaube schon, dass wir unsere Platzierung oder unsere Form noch finden werden und wir die Liga halten werden.